Was geht ab YouTube? Hier ist wieder Martin Esten und Leute, ich kann es kaum glauben. Ich habe in der RTG, das heißt, ich habe kein Geld in FIFA gesteckt, keine FIFA-Points aufgeladen, 1 Million Transfererlös erreicht. Ich kann euch das mal eben zeigen. Ich finde das richtig, richtig übel. So, hier haben wir es. Über 1 Million Transfererlös habe ich erreicht. Ich würde sagen, das kann man mal machen. So nach 6 Tagen, beziehungsweise 7 Tagen FIFA und EA hat bei mir einfach übelst Auge gemacht. Erst seit 2 Tagen geht die Web-App und die Kompagnon-App. Das heißt, ich kann jetzt auch unterwegs traden. Wie ich die 1 Million erreicht habe, werde ich euch gleich auf jeden Fall zeigen. Ich lasse jetzt mal im Hintergrund die Division Rewards laufen. Ich habe Rang 1 erreicht in Division 5, was ultra schlecht war. Also, dass ich in Division 5 war. Ich bin zwischenzeitlich aufgestiegen in 4 und wieder abgestiegen. Ich war, glaube ich, am Samstag. Da habe ich absolut alles verkackt, als wenn es ein anderes Spiel gewesen wäre. Ganz, ganz, ganz komisch. Mittlerweile läuft es wieder. Ja, und ich wollte euch jetzt mal mein Weekend League Team zeigen. Ihr kennt den Großteil des Teams auf jeden Fall schon. Aber ich habe einen krassen Neuzugang. Wie ihr seht, es ist N'Golo Kanté. Ich muss sagen, die ersten 10 Spiele... Boah, dachte ich mir, warum ist der 300k wert, der Gute, der kommt an keinen Ball dran und so weiter, aber mittlerweile, ey, der rennt jeden Ball ab, der rennt auch nach 120 Minuten noch wie eine Maschine, der ist echt jeden Cent wert. Ich fand ihn erst nicht so gut, ja, vor allen Dingen, weil daneben ein Kondogbia steht, der keine 30k kostet und ich dachte mir, ja, ey, der ist besser, ne, ist er nicht, Kondogbia ist krass, aber N'Golo ist krasser. Auf jeden Fall sage ich euch ganz ehrlich, der lohnt sich hinten und vorne. Im Sturm, weiß ich nicht, ob ich den in der letzten Folge schon hatte, da habe ich ja erst Gabriel Jesus gespielt. Der ist nicht mehr das Gleiche. Und dann habe ich ein bisschen im Internet nachgeforscht und Zaha soll genauso OP sein wie letztes Jahr. Gabriel Jesus. Ist nicht ganz der Fall, weil er nur 3 Sterne Weakfoot hat, aber der Typ ist immer präsent. Der macht so viele Vorlagen bei mir. Ich kann den nur empfehlen. Der beste Stürmer in der Premier League ist meiner Meinung nach im Moment Lacazette. Aubameyang sagen viele, dass der scheiße wäre. Aguero ist zu langsam. Wahrscheinlich ist es im Moment tatsächlich, also reiner Stürmer, keine Flügelkarte, ist es Lacazette. Der Typ rasiert. Ist der beste Torschütze bei mir. Kann ich euch nur empfehlen. Hier auf der Rechtsverteidigerposition habe ich diesen Lala in Form probiert. War nicht das Gelbe vom Ei. Arias regelt das im Moment auf jeden Fall. Ich werde jetzt zusehen, wenn das Trading ein bisschen besser läuft, was schon sehr gut lief, dass ich Pogba wieder da reinballer und dann wird hier Valencia und wahrscheinlich sogar Bailly spielen. Ich habe mit Bailly gespielt. Der ist nochmal krasser als Hernandez. Der Hernandez ist irgendwie so lieb. Das kann ich euch gar nicht erklären. Der kann alles richtig gut, aber der ist zu lieb. So ein Bailly fickt einfach jeden weg. Ohne Scheiß, die 82er Karte rasiert völlig und Arias macht das echt in Ordnung. Über Son brauchen wir nicht reden, ja. Was mir noch einfällt, Leute, ich habe Bock von euch Teambewertungen zu machen und schickt mir doch mal gerne eure Traumtore. Nehmt die in ordentlicher Qualität auf. Ich würde gerne so einmal wöchentlich die Top 5 Traumtore von euch angucken und hier hochladen. Da hätte ich mega Spaß dran. Ich selber bin nicht so der Typ, der die schönsten Tore schießt. Meistens Finesse-Schüsse oder einfach irgendwelche Wurstel-Tore, ist einfach so. Das nächste Gameplay kommt auf jeden Fall, ich denke spätestens Montag oder Dienstag kommen endlich Gameplay-Videos von mir aus der Weekend League. Habe mich natürlich qualifiziert, schon fast 2. Ich bin ein bisschen krank, wie ihr gerade wahrscheinlich schon gesehen habt. 88 Spiele gewonnen, 42 Niederlagen, Safety und 18 mal unentschieden. Ich glaube, das ist öfter so unentschieden, als ich in FIFA 18 hatte. Aber wie gesagt, ich finde, das ist echt ein anderes Spiel und ich muss mich da reinkämpfen. Ich bin halt noch nicht gut. Das Team ist halt auch noch nicht krass. Ich finde, für eine RTG ist es krass, aber ist halt, um oben mitzuspielen in der Weekend League, wird das noch nicht reichen. Auf jeden Fall nicht. Ich werde mich aber reinhängen. Ja, Leute, wie habe ich das mit dem Trading gemacht? Ich suche euch mal eben, ich kann euch jetzt schon mal sagen, über Footbin, definitiv über Footbin. So, ich habe euch auf Footbin eine SBC rausgesucht. Ich rate euch, geht. Facebook erstmal schließen hier oben. Geht auf Footbin, sucht euch die Hybrid-Ligen und Hybrid-Nationen, Hybrid-Ligen-Nationen, dies und das, diese 3 SBCs sucht ihr euch raus und sucht euch
vielleicht nicht ganz oben von den SBCs irgendwelche Lösungen, wo Silberspieler drin sind. Dieser Hugo Vera ist das beste Beispiel. Im Moment ist der 350 Münzen wert. Wahrscheinlich steigt das auch, wenn ihr euch das Video anguckt, definitiv. Ich habe mir nur 20 Stück sogar teilweise für über 3.000 von denen gesichert und gestern im Stream, oder vorgestern war es glaube ich, sind auf einmal 10 Stück für 10.000 weggegangen. Ist auf jeden Fall unfassbar krass. Ihr müsst auf jeden Fall Geduld haben. Ich habe im FIFA 18 den Fehler gemacht, immer alles für eine Stunde reingestellt, den Mindestpreis so auf 1000 Münzen. Das ist aber Bullshit. Stellt den Mindestpreis mindestens auf 2000 Münzen und 3 Tage Verweildauer auf eurer Transferliste. Macht die Transferliste voll. Mit diesem Hugo Vera habe ich gestern einfach über 100.000 gemacht. Wie ihr seht, Transferliste ist voll, angeboten 99, muss noch was drauf. Kandidatenliste ist leider leer, was dumm ist. Ich hatte da genug Silberspiel, aber heute Nacht ist nicht so viel weggegangen. Das habe ich zwar wieder aufgefüllt, aber ich war nicht ganz zufrieden. Aber die Silberspieler regeln, Leute. Besonders dieser Hugo Vera, bam. Zack, war ich auf einmal reich. Kanté gekauft, auf geht's, dachte ich mir. Ja, was sind die Ziele für meine Weekend League? Wie gesagt, Elite 2 war das Beste bei FIFA 18. Das werde ich am Anfang noch nicht schaffen. Da habe ich nämlich so 100 Euro reingesteckt. Und habe das halt extrem viel gesuchtet. Hier bin ich noch nicht so ganz drin in dem Spiel, deswegen würde ich sagen, ich wäre mit Gold 1 schon ultra zufrieden. Das sind 20 Siege von 30. Wäre schon gut. Bei Division Rivals will ich wieder in Liga 4, in Division 4. Da bin ich übelst abgekackt, weiß ich nicht warum. Ich habe erst in 5 alles wegrasiert und dann in 4 abgekackt. Auf jeden Fall bin ich ultra zufrieden, wie die RTG mittlerweile läuft. Alle SBCs mache ich nicht, ganz einfach aus dem Grunde, weil die sich teilweise echt nicht rentieren und ich sehe, was die anderen für Scheiße ziehen. Champions League Karten habe ich auch nicht so geile Sachen gezogen. Nee, überhaupt nicht, um ehrlich zu sein, deswegen brauche ich hier auch nicht reinballern. Ja, und am Donnerstag die Rewards, ich war halt unterwegs und nicht zu Hause, sonst hätte ich euch die ordentlich abgefilmt. Aber ich war zu... Ich hatte keine Geduld. Ich wollte es am Handy öffnen und ich habe das Gefühl gehabt, dass letztes Jahr, dass ich die geilsten Sachen am Handy gezogen habe, bis Cristiano Ronaldo Tops kam. Also Leute, die Trading-Methode ist euch wahrscheinlich eh schon bekannt, aber ich kann sie euch nur ans Herz legen. Da könnt ihr aus 3000 Münzen, wenn ihr ganz, ganz klein anfangt, mit ganz günstigen Silberspielen echt 100.000 am Tag rausholen. Ohne viel Arbeit, einfach morgens, mittags, abends einmal neue draufstellen, immer erbieten, das ist kein Problem. Wie gesagt, das ist nicht mein Tipp, ein Kumpel von mir hilft mir da übelst, würde ich das wahrscheinlich nicht schaffen, aber ja, wie gesagt, SBCs sind mir teilweise zu heikel, zieht man nicht so geile Sachen. Bei den Rewards habe ich auf jeden Fall die Tradable Packs genommen. Ich brauche den Nervenkitzel und wenn mal was Geiles dabei ist, lohnt sich das. Wie ihr seht, ich habe Wadi gezogen und noch ein paar Spieler, die halt ein bisschen was wert sind. So bin ich auch auf die 50.000 gekommen durch die Packs. Werde ich auf jeden Fall wieder machen, ist für euch interessanter. Nächstes Mal werde ich sie auch ordentlich filmen, nicht mit der Handy-App. Also Leute, lasst Daumen nach oben da, würden wir uns mega drüber freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, kostenloses Abo wird uns mega helfen. Ja, das war's. Beim nächsten Mal gibt's Gameplay. Tschüss.